Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Obertal. Aber Moment, weitere Folge? Ja, lang war es her, die letzte Folge. Es ist jetzt einige Zeit vergangen. Und ja, warum hat es jetzt so lange gedauert? Ich habe mich jetzt entschieden, hier doch die neue Version 1.3.00 zu starten. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist unser Paule. Der musste bloß seine Hütte ein klein wenig versetzen. Wir sind hier wieder mit einem neuen Spielstand, Spieltag 1. Montag haben wir gestartet. Ich habe das Geld übernommen. Ich habe die Fahrzeuge übernommen. Die stehen jetzt noch überall umeinander. Da, wo unsere Felder überall waren. Was habe ich noch übernommen? Uns gehören noch unsere Felder. Wie gewohnt. Die sind nach wie vor dieselben. Allerdings haben wir hier natürlich wieder zum Ernten. Die Füllstände sind nur die Stadtfüllstände, da hat sich nichts verändert, beziehungsweise ist nichts Neues drin. Wir haben keine Tiere am Start im Moment. Wir haben natürlich die ganzen Produktionen noch nicht am Laufen. Es ist alles wieder auf Null. Das heißt, wir starten hier quasi wieder von neuem. Ja. Ich hoffe, ihr macht noch mal mit. Was habe ich noch drauf? Ich habe die Global Company 1601 drauf. Ich habe den Autodrive-Kursus mit drauf genommen, die 1105 RC2. Dann haben wir am Start den neuesten V602 0027 Dev vom Cosplay. Dann habe ich die Autodrive-Kurse mir runtergeladen, die es gab im Forum. Diesmal habe ich nicht meine, sondern ich habe jetzt die übernommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie die alle hier funktionieren. Der hat sich jetzt hier erstmal in die Garage reingestellt. Ich musste mir das nach und nach dann erstmal anschauen, wie die alle, ja, wo die überall hingehen, die Kurse. Was möchte ich mit euch machen? Ich habe vor, hier jetzt nicht allzu viel mit Tiere zu machen, so wie beim letzten Mal. Sondern ich möchte mehr auf die Produktionen setzen. Das heißt, ich werde hauptsächlich hier auch auf Feldarbeit erstmal gehen. Ich möchte gerne die Großen auch beliefern, wie den Catering-Service, Lebensmittelfabrik. Diese Dinge möchte ich machen. Natürlich Brauerei, Mälzerei, die Raffinerie und was man halt sonst noch ein bisschen dafür braucht, die Sägewerke. Müssen wir mal gucken, was wir davon alles so hinkriegen. Ich werde jetzt hier gemütlich losstarten mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit an Bord. Unterstützt mich hier wieder ein bisschen. Könnt gerne einen Daumen da lassen, wenn ihr auch Bock drauf habt, dass ihr das mit mir zusammen wieder angeht. Ich weiß, es gibt massig andere Karten inzwischen, die viele andere nachspielen. Ist gerade auch die Stappenbach rausgekommen. Ist es nicht so meins. Ich mag es unheimlich gerne mit Produktionen, die auch schon verbaut sind. Aber jedem das Seine, sage ich immer. Ne? Jeder darf ja spielen, was er mag. Und das ist auch das Schöne hier im LS. Es gibt unheimlich viele unterschiedliche Karten. Jeder hat so sein Ding. Und ja, ich spiele halt einfach gern diese hier. Unter anderem mit meinen zwei anderen Projekten. Die Teile werden unregelmäßig kommen. Ich habe mich entschieden, das nicht mehr allzu häufig dann auch zu machen, sondern immer wieder wird mal was kommen über diese Map. Und ich stress mich da jetzt absolut nicht. Ich mache das echt ganz gemütlich. Vielleicht gibt es eine, vielleicht auch zwei Folgen die Woche. Ich weiß es jetzt noch nicht. Wird sich schön mit der Hof Bergmann unterteilen. Und ich habe ja auch noch die Hot, wo ich als Winzer dran bin. Das weiß ich noch nicht, ob die weitergeht. Das wird man sehen. Lasst euch einfach überraschen. Stück für Stück werden wir uns das hier, denke ich mal, versuchen zu erarbeiten. Ja. Ganz genau, so sieht's aus. Das ist mein Plan. So, dann würde ich mal sagen, dass wir den hier jetzt nochmal den Raps mal gucken, ob das schon mal gleich funktioniert oder ob ich das finde. Und zwar möchte ich den gerne. Sehr aufgeteilt. Ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht groß angeschaut. Die Raffinerie bringen logischerweise zum Abladen.
Jawohl. Mal gucken, ob er das schon so macht. Werden wir sehen. Diesen hier möchte ich gleich dann mal schon bald starten lassen. Was haben wir hier alles eingerichtet? Ich muss noch mal kurz schauen. Hier ist alles wieder auf Standard. Hier ist noch nichts groß geändert. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal so. Eingerichtet haben wir denn hier schon. Wir müssen hier nur auf Feld 22 gehen. Jetzt machen wir unseren Curseplay-Kurs. Mal schauen, was wir hier für die hier noch haben. Und zwar war das Feld 22. Wir wollen hier gerne dreschen. Was für ein Kurs hat er hier? Ich würde jetzt einfach mal sagen, erster Wegpunkt. Moment, muss noch mal entlassen. Und sagen, dreschen. Strohablage machen wir mal an. Okay, das ist jetzt eher nicht so der Hit. Das heißt, wir entlassen den hier jetzt nochmal. Zwei machen wir nochmal raus. Wir generieren uns hier einen neuen Kurs, zwar Feld 22. Wir machen zwei Vorgewände, aktuelle Fahrzeugposition, das passt. 15 Meter, generiere Kurs. Dreschen 15 Meter. 22. Ein bisschen unkonventionell, aber funktioniert so, wie es aussieht. Aber der macht, was er soll. Legt hier die Bahnen, das ist auch okay. Ich bin gespannt, wie das hier alles so funktionieren wird. Und lass mich da mal überraschen. Genau. So. Hier, die hatte ich noch aufgeladen, wie ihr seht. Das heißt, ich kann die jetzt noch verkaufen. Er hat also seine Ladung noch drauf. Ich habe die Datei da nur rüber kopiert auf diesen neuen Stand, damit ich die Fahrzeuge alle habe, und zwar zum Hotel am See. Ja, Hotel am See, schauen wir mal. Das dürfte ja dann eine Verkaufsstation sein. Hotel am See. Wir starten denn mal. So, und dahinter hatten wir noch einen stehen. Ah, der möchte jetzt das hier abliefern. Das heißt, wir können hier dann schon mal gleich ein bisschen was produzieren. Das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt möchte ich mal kurz schauen, wie ihr das eingerichtet habt. Okay, scheint zu funktionieren. Sehr schön. Okay, dann beenden wir das hier.
Sagen wir, das soll mal auf. Jetzt lassen wir ihn erst einmal Richtung Felder, Feld 22 starten. Und dann, wenn er dort ist, hat er das rum eingefahren, alles klar. So, was hast du drin? Du hast nichts drin. Da ist jetzt auch nichts mehr. Das heißt, wir haben natürlich auch keinen Dünger und kein gar nix. Dann würde ich dich jetzt mal zum Dings schicken. Kauf. Den schicken wir mal zum Düngerhandel. Du hast Wasser hier dabei. Das ist okay. Das heißt, ich lagern wir hier gleich wieder aus. Dann können wir hier gleich ein bisschen Kalk machen. Stück für Stück schon wieder in Gang. Von hier sollte das jetzt, lassen wir es sehen, der Hof. Wasserbeladung. Ob er das macht. Dann schicken wir mal dahin und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So. Dich hier. Dich habe ich jetzt eigentlich vor, woanders hinzuschicken. Und zwar nicht mehr hier, sondern da, wo man auch Papier machen kann. Da hätte ich dich gerne gehabt. Und zwar schicke ich dich mal rüber, nicht auf Haarparken, sondern Forstbetrieb. Forstbetrieb, welcher ist denn das da unten? Forstbetrieb 2. Dann schicken wir mal dahin. Mal schauen. Was haben wir hier oben noch rumstehen? Schicken wir auch mal darunter. Schicken wir mal dahin. So, dann brauchen wir jetzt irgendeinen. Ah, der ist schon da, das ist ja schön. Das heißt, den müssen wir jetzt Folgendes sagen. Du sollst abtanken diesen Drescher.
Und das, was du da dir holst, sollst du auf dem Hof abladen. Und zwar hier. Wir starten dich jetzt hier mal. Eigentlich sollte das reichen. Schauen wir mal, was er tut. Schauen wir nicht. Wir gucken mal nicht, was der tut. Wir machen hier mal weiter. Den Viehanhänger. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den würde ich jetzt erstmal einparken. Mal wegstellen. Irgendwann wird man vielleicht doch mal die Kühe noch ein bisschen angehen, aber momentan ist das jetzt nicht geplant. Ich werde jetzt erstmal ohne Tiere hier weitermachen. Deswegen lassen wir den mal oben stehen an der Ecke. Ich brauche hier einen LKW, nehme ich jetzt oben. Du fährst doch bitte mal hoch. Zum Forstbetrieb 1. Genau. So. Du bist hier angekommen. Okay. Was haben wir hier drin? Dünger. Das heißt, wir laden hier mal ein bisschen Dünger auf. Können wir das jetzt ins Düngerlager bringen? Funktioniert das? Das bin ich mal jetzt gespannt, ob das geht. Hof. Düngerlager. Da fahren wir den jetzt hin. Okay, 94.400 hat es gemacht. Alles klar. Ah, der ist schon da. Aber hat jetzt. Ah, jetzt weiß ich, ich muss Folgendes tun. Und zwar möchte ich diesen blöden Hänger da vorne, den habe ich nie gebraucht, den werde ich mir jetzt hier mal weggeben. So, brauche ich nicht. Kann man weggeben. Jetzt könnt ihr hier Wasser laden. Mal gucken, ob er das tut. Er macht das, jawohl. Dann soll er das bitte Düngerfabrik. So, abladen. Warten wir, bis er voll ist. Der fährt. Der macht auch was. Der macht auch was, indem er umgekippt ist. Ja, wunderschön. So macht es natürlich Laune. Ja, das ist ja jetzt mal ganz dumm. Wo legt denn der sich schlafen? Heieiei. Du sollst doch hier nicht umkippen. Kriege ich dich jetzt wieder um?
gekippt. Komm. Das Wasser dann wohl, ne? Kann ich da mit dem helfen? Den ich den hier einmal nutze, um den anderen umzuschmeißen. Ich muss das mal austesten. So, die Kamikaze-Aktion, da ist er nicht arg weit gekommen, finde ich. Wow. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ein bisschen mehr Wucht. Okay, brauchen wir noch mehr Wucht. Ja, jetzt haben wir ihn halt nur weggeschoben, ne? Also gut, dann schicken wir den hier wieder weiter. Okay, der ist hier, der wartet, das ist gut. Der ist unten angekommen. Zu welchem wollte ich? Der ist hier. Den hier wollte ich. Mal gucken, ob wir den damit nicht umgekippt kriegen. Steht der denn? Na, da unten an der Ecke ist er umgekippt. Schauen, ob man damit vielleicht umgeschmeißen kriegen wieder. Ja, haben wir gleich mal die erste Rettungsaktion hier. Also zum Erliegen gekommen quasi. Mal sehen, ob wir dann damit vielleicht wieder aufrichten können. Man, er ist nicht sonderlich stark, aber vielleicht kriegt man es ja doch irgendwie hin, wenn man da richtig unten drunter geht. Jetzt haben wir Bier geladen. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ist vielleicht nicht das, was ich wollte, ne? Irgendwie müssen wir da drunter kommen, um den aufzurichten. Jetzt macht der hier einen Hampelmann. Ja, wunderbar. Es ist ja gleich wieder
ganz praktisch, was ich hier alles veranstalte. Ne? Könnt ihr euch gleich wieder. Ja, kommt. Eieiei, jetzt hatte ich es doch fast. Versuchen. So, ob ich das schaffe oder nicht, liebe Leute, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ob ich das schaffe, den wieder umzudrehen, wir werden sehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.